Hallo zu einem neuen Video vom Zentrum für Yoga aus Unterfranken. Es geht heute um die Hitze, die Glut, die aus den Übungen im Yoga entstehen. Ja, die Hitze braucht es im Yoga, so kurz gesagt, um die Kundalini-Kraft, die mystische Schlangenkraft am Ende der Wirbelsäule im Muladhara-Chakra zu wecken. Und hier wird ganz, ganz viel Prana und Lebensenergie und Hitze benötigt. Und diese Hitze muss man sich erarbeiten. Also es reicht nicht, wenn man ein Feuerzeug nimmt und den Hosenboden anzündet. Das bringt nichts. Sondern die Hitze, die Glut muss aus dem Inneren entstehen, eben aus der Übung. Menschen, die Sport machen, wissen, da schwitzt man. Warum? Weil es innen drin im Körper warm wird, weil man Hitze erzeugt in Form des Stoffwechsels. Und diese Hitze jedoch ist eine abbauende Hitze, die verbraucht Energie. Oder es wird Energie verbraucht, um diese Hitze zu erzeugen. Und im Yoga sammelt man eben Lebensenergie an und dadurch entsteht Hitze. Man fährt zudem den Kreislauf, den Gedankenfluss, alles herunter und aufgrund dieser inneren Ruhe und Stille entsteht Hitze. Besonders im Muladhara Chakra, Svadhisthana Chakra und Manipura Chakra. Dort möchte der Yogi, also der Übende, die Hitze bekommen, damit der Unterleib sowie in eine feurige Ekstase kommt, damit diese mystische Kraft aufwacht. Nun, es reicht also nicht, wenn wir tonnenweise Chili essen, isst man im Yoga sowieso nicht, um innere Hitze zu erzeugen und am allerwertesten Hitze zu bringen, sondern Übung macht die Meisterin, Übung macht den Meister. Und indem man verschiedene Übungen macht, zum Beispiel den Atem anhält, Prana im Unterleib behält, im Bauchraum behält, entsteht dann immer mehr Hitze durch die Anstrengung der Übung, durch die richtige Ernährung, durch die richtige Lebensweise. Wenn man gewisse Dinge nicht mehr tut, Süchte zum Beispiel beseitigt, dann entsteht innen so eine wie Art Kraft, Energie und Hitze, die da bleibt und mit der man natürlich dann gut umgehen muss. Wenn man sich gewisse Dinge enthält, hat man so als Normalmensch erstmal das Gefühl, mir fehlt was und hätte ich doch gerne die Schokolade oder hätte ich doch gerne das Bier oder dies oder das. Und dann ist es so, dass, wenn man das nicht mehr macht, eben so eine Art wie Drang entsteht. Was mache ich jetzt? Und das ist so eine Art Hitze und hier könnte man natürlich diese Energie, die entsteht, für etwas Gutes benutzen. Auch Übungen aus dem Bauch heraus, wie Uddiyana Bandha, wenn man den Bauch nach innen zieht und oben. Übungen wie Mula Bandha, den After- oder Wurzelverschluss, man zieht den After nach oben. Oder Uddara Bandha, man drückt die Bauchhöhle so nach vorne. Und überall dadurch entsteht Hitze im Körper. Und diese Hitze im Unterleib macht dann eben, dass diese Kräfte aufwachen. Umgekehrt natürlich, wenn man zu viel Übungen macht, entsteht zu viel innere Hitze und das kann dann zu Fieber führen. Und so weiß man also im Yoga, Hitze braucht es. Die Hitze der Motivation, die Hitze der Anstrengung. Ohne die wird es nicht gehen. Auch im Leben, wenn die Gemüter sich erhitzen, ist es nicht gut, sondern die Gemüter müssen schon in Schwung gebracht werden, ausgelebt werden, aber dann muss es wieder gut sein.
im Leben zu viel Hitze verbraucht oder zerstört irgendetwas. Wenn man so zur Weißglut getrieben wird, dann möchte man am liebsten irgendetwas zerstören. Also hier auch im Yoga wichtig eine gute Hitze. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Wie bin ich drauf gekommen auf dieses Thema des Videos? Ja, ich überarbeite gerade oder bearbeite die 12. Ausgabe aus meinem Yoga-Magazin Padmasana. Das hier ist die letzte, die 11. und die neue wird die 12. Und hier verfasse ich Texte über die Hatha-Yoga Pradipika, die Leuchte des Hatha-Yoga und ein Text, der schon fertig ist, über die Giranda-Samhita, wo der weise Giranda den Yoga seinem Schüler erklärt. Und hier wird dieser Yoga als Gatthastha-Yoga, als Yoga des Kruges beschrieben. Ein Tonkrug, der, wenn man ihn nicht brennt, im Ofen auseinanderfällt. So muss auch der Körper, die Seele, der Geist, der Mensch gebrannt werden im Feuer der Übung, damit er, wenn der Tod kommt, nicht auseinanderbricht. Oder überhaupt, wenn irgendwelche Widerstände kommen, Angriffe kommen, dass er gehärtet ist und nicht bei jedem kleinen Lüftlein, das ihm entgegenweht, auseinanderbricht. Stabilität, und diese Stabilität bekommt man eben durch die Hitze der Übung, durch die Anstrengung. Es ist also Arbeit gefragt. Die Arbeit an sich, die Arbeit am Leben, die Arbeit an der eigenen Entwicklung, das ist alles etwas, wo man etwas macht, etwas tut, und das erzeugt natürlich eine innere Hitze. Ja, diese braucht es. Ohne Anstrengung kein Erfolg. Und erst dann wirklich entsteht Hitze, wenn man auch beginnt, dann den Kreislauf, den Stoffwechsel, die Gedanken runterzufahren. Dann entsteht eine innere Hitze. Und wenn der Körper nicht geübt ist, trainiert ist, dann würde er durch diese ganze Energie des Göttlichen ja wie zerbrechen. Und wenn Menschen im Yoga zum Beispiel falsch üben oder zu viel üben, entsteht vielleicht Fieber, weil sie zu viel Hitze schüren. Oder sie zerstören eben, wenn sie Übungen zu stark machen, Erkrankungen der Augen, Erkrankungen im Gehirn. Und das ist alles möglich. Durch zu viel Druck werden kleine Gefäße, zum Beispiel in den Augen, geschädigt, wenn man zu lang, zu stark den Atem anhält. Und wenn man noch nicht so weit ist, dann gehen eben Körperteile, besonders kleine, feine, sensible Gefäße kaputt. Hitze, für was ist die noch gut? Eben für die Entwicklung. Und man sieht es, wer aufmerksam ist und sich mit ganzheitlichen Themen beschäftigt, bei den sogenannten Kinderkrankheiten. Kinderkrankheiten wie Masern, Windpocken, Röteln und so sind hitzige Erkrankungen. Da ist immer Fieber dabei, da ist immer was Rotes dabei, wie das Feuer, wie die Hitze, nämlich rote Hauterscheinungen. Und wenn das Kind diese Hitzeerkrankung, diese Kinderkrankheit durchlebt hat, dann hat es so wie einen Riesenhüpfer gemacht, einen Sprung in der Entwicklung. Danach ist das Kind anders drauf. Und so braucht auch das Kind eben, und das ist sehr wichtig, diese Hitze, dieses Fieber, diese Erkrankung, damit es sich entwickelt. Und Kinder dürfen ruhig Fieber haben, ist nicht schlimm. Die entwickeln sich, die trainieren ja auch immer. Immunsystem damit, entwickeln ihr Immunsystem. Aber eben auch seelisch-geistig kommt man in so wie eine Aktivität, in eine Widerstandsfähigkeit. Und das ist wichtig im Leben. Und wer sich eben nicht beübt, sich entwickelt, der geht dann irgendwann unter oder läuft nur mit. Wenn man plötzlich nicht mehr mitläuft,
dann hat man die Möglichkeit, sich zu entwickeln, weil dann kommen Widerstände auf einen zu und dann gibt es hitzige Debatten und Auseinandersetzungen. Das braucht man auch, um zu sehen, wie weit man schon ist. Und dann ist man so wie stabil. Jetzt kann ich widerstehen. Ich habe geübt, habe trainiert, habe mich, ja, eisenhart gemacht, dass mir keiner ans Leder kann, sozusagen. Und eben hier in der Garanda Samhita wird durch die Übung der Körper eben gebrannt. Nicht verbrannt, nicht kaputt gebrannt, nicht gebrandmarkt, sondern eben stabil gebrannt. Und wenn irgendetwas von außen kommt, spätestens der Tod, ist man widerstandsfähig und bricht nicht auseinander. Und das ist die Hitze der Übung, die Motivation, ist ja auch etwas Hitziges, etwas Leidenschaftliches. Allerdings, wenn es wieder mal zu leidenschaftlich ist, dann geht etwas kaputt. Und so ist es eben wichtig, dass man sich bemüht, sich anstrengt im Leben, sonst kommt man nicht vorwärts. Man kriegt nichts geschenkt, denn das Leben möchte, dass man sich entwickelt. Und besonders diese Hitze im Unterleib aus yogischer Sicht ist wichtig, dass man Energie erzeugt und diese Kundalini-Kraft aufwacht. Das geht nicht einfach so von alleine, sondern eben nur durch Übungen, durch Atmen, durch Ansammeln von Lebensenergie, von Prana, von der Lebensweise, von der Enthaltsamkeit, von gewissen Dingen, die man nicht mehr tun sollte. Hier die Yamas, die Niyamas zum Beispiel. Gibt es auch ein Video von mir über diese Grundregeln des Yoga, die Gebote. Sehr, sehr wichtig. Allerdings auch am Anfang sehr anstrengend, wenn man diese einhalten möchte. Da kommt man auch ganz schön ins Schwitzen. Ah, wie schaffe ich das? Kann ich das überhaupt schaffen? Kommen dann viele Gedanken. Aber wenn man durchgeht mit Energie und Motivation, dann kommt eben dieses Feuer, diese Hitze. Und dann sieht man, man kommt dann in Schwung und dann geht man immer weiter und weiter und weiter. Und immer mehr auf diesem Weg eben brennt man den Körper, die Seele, den Geist und erzeugt dadurch eben Stabilität. Ja, der Gathastha-Yoga, der Yoga des Kruges in der Garanda Samhita. Nun, wenn ihr mehr lesen möchtet, entweder in meinem neuen Yoga-Magazin, das ja dauert noch ein bisschen, bis es fertig ist, oder in den alten, steht auch einiges drin, dann könnt ihr die gerne bei mir bestellen. Oder ihr schaut auf YouTube, auf meinem Kanal Markus Ritz Zentrum für Yoga. Da gibt es über 500 Videos mittlerweile über Yoga, Leben und Gesundheit und für die Entwicklung, für das Leben aus der Praxis herausgesprochen, selbst erlebt und nicht philosophiert, sondern wirklich auch das erlebt, was ich da erzähle. Nun, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Gerne hinterlasst Kommentare, ein Abo oder Likes und dann bis bald.